Botswana will Deutschland 20.000 Elefanten schenken. Die deutschen Grünen wollen ein Einfuhrverbot für Jagdtrophäen aus Afrika. Das gefällt dem Präsidenten Mokgweetsi Masisi ganz und gar nicht. Botswana leidet nämlich an einer Elefantenüberpopulation. Das Land zählt bereits über 130.000 Dickhäuter und stellt 40% seiner Landesfläche für den Artenschutz zur Verfügung. Aber die Elefanten machen es sich wohl zu gemütlich. Sie vernichten ganze Ernten und verwüsten Dörfer. Nach dem Verbotswunsch der Grünen ist man in Botswana verwundert. Die Jagd im Land sei artgerecht und habe positive Auswirkungen auf die Artvielfalt. Die lokale Bevölkerung profitiere ebenfalls durch Tourismus und Jagd mit zusätzlichen Einnahmen. Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke will aber davon nichts hören. Präsident Masisi bittet sie, auf die Fakten und die Wissenschaft zu hören. Jährlich wächst die Elefantenpopulation in Botswana um ca. 6.000. 8.000 graue Riesen hat man schon nach Angola übersiedelt. Jetzt will Masisi auch 20.000 Elefanten nach Deutschland schicken. Wenn ihr sie so mögt, dann nehmt bitte dieses Geschenk von uns an. Ihr sollt so mit den Tieren zusammenleben, wie ihr es uns vorzuschreiben versucht, sagt er im Interview mit Bild. Außerdem lud er Lemke nach Botswana ein, um zu zeigen, was alles für den Wildtierschutz geleistet wird. In welche Stadt sollen die Elefanten? Schreib es in die Kommentare.